Der italienische Fußballprofi Rolando Mandragora erhält wegen Gotteslästerung eine Denkpause. Die Serie A sperrte den 21-Jährigen vom Erstligisten Udinese Calcio nach einem Videostudium wegen blasphemischer Bemerkungen für ein Spiel. Mandragora hatte am vergangenen Wochenende während der Partie gegen Sampdoria Genua 1:0 geflucht. Porca Madonna, Fafanculo, Diocen, rief Mandragora, eine Beleidigung der Jungfrau Maria und Gottes. Grund für den Ausbruch war eine Parade von Sampdoria-Keeper Emil Audero. Die Referees bekamen es nicht mit, beim Studium der TV-Bilder wurde von den Lippen abgelesen. Es habe bei der Untersuchung keine Zweifel gegeben, teilte die Serie A mit. Seit 2010 können in Italien solche Vergehen bestraft werden.